So, heute spielen wir mal wieder eine Runde. Diesmal bin ich in Geeste zwischen Meppen und Lingen und ich habe entdeckt, dass es hier auch so einige Pokestops gibt. Und zwar zum Beispiel einer bei der Kirche. Hier nehmen wir gleich die drei Pokebälle mal mit. Dann gibt es jetzt noch zwei weitere am Ortsausgang Richtung Dahlum. Hierbei, ich sag mal, zwei Wege kreuzen. So, den ersten haben wir jetzt schon mal. Und den zweiten gleich hinterher. Beide recht nah beieinander. Deshalb müssen wir nicht so weit. Da jetzt noch hinlaufen. Genau, Königin der armen Seelen. So, hier haben wir vier Pokébälle. So, und jetzt kann man sehen, dass Geeste auch noch eine Arena hat. Auf der Höhe eines Landwirts. Ich vermute auch, dass das Wegekreuz ist, was dahinter steht. Leider sind wir immer noch nicht Level 5. Oder beziehungsweise ich noch nicht Level 5, aber das kommt ja bald. So, jetzt fahren wir zum Speicherbecken. Hier spaddelt auch gleich ein Carpador im Wasser. Den nehmen wir mal mit. Ein halbtoten Fisch, aber gut. So, und jetzt müsste Level 5 erreicht sein. Aber ein großartig starkes Pokémon habe ich noch nicht, also ich denke mal, ich werde jeden Kampf verlieren. Aber erstmal gehen wir noch zu ein paar anderen Pokéstops beim Spielplatz des Speicherbeckens. Hier gibt es drei. So, erstmal den Levelaufstieg und ein paar Items absahen. So, und jetzt kommen wir gleich bei den Pokestops an. Einmal die Schaukel. Wer auch immer sich diese Pokestops ausgedacht hat, aber gut. Dann haben wir als nächstes die Wickel, die zwei Fädchen. Genau. Und dann nochmal die Riesenschaukel. Der Speicherbecken hat einmal eine Arena beim Surferheim. Ich weiß nicht, da konnte man das, glaube ich, gerade so leicht erkennen. Da ist, glaube ich, auch noch ein Pokestop. Und bei der Deichkrone beim Restaurant. So, und die zwei Pokestops jetzt in der Nähe der Deichkrone, die machen wir jetzt auch noch eben. Denn Pokebälle kann man ja nie genug haben. Und jetzt, ja, würde ich sagen, gehen wir mal in die Arena, mal ein paar Pokémon verheizen. Aber gut, klappen wir jetzt eh nicht. So, als erstes muss ich mir jetzt ein Team aussuchen. Rot, Gelb oder Blau. Kommt eine Menge Blabla. Ich nehme jetzt einfach mal Team Blau, weil der Rand der Pokémon-Schrift blau ist.
So, und jetzt sieht man hier die Arena Deichkrone. Jetzt muss ich gegen Taubos ran, aber da habe ich einfach keine Chance. Aber man kann ja mal einfach mal losballern. So, dann drücken wir jetzt mal auf Go und versuchen mal mit meinen stärksten Pokémon dagegen anzukommen, aber das wird nicht hinhauen. Der Taubos wird die alle sowas von vernichten. So, da wird jetzt ein nach dem anderen verheizt. Ja, das läuft. Und wie ihr sehen könnt, keine Chance. Deshalb verloren. Bis zum nächsten Mal.